Moin Anime-Fans, ich bin Ferros und heute machen wir mal ein bisschen etwas anderes, denn wir gucken uns Kommentare auf Amazon zu Anime an und schauen, was die Leute so für Reviews dort schreiben. Unser Hauptaugenmerk legen wir natürlich auf die 1-Sterne-Bewertung. Da kommen bestimmt sehr viele positive Sachen zutage bei den Menschen. Aber gucken wir einfach mal, vielleicht gibt es ja auch gar nicht so viele 1-Sterne-Bewertungen. Ich würde sagen, wir starten gleich mal mit einem Highlight, und zwar Your Name. Da gibt es eigentlich, kann es eigentlich gar nicht so viele schlechte Kommentare geben. Das ist ja der beliebte Hit aus dem Jahr 2018. Also, mir würde dazu pauschal erstmal überhaupt nichts Negatives einfallen. Infantiler Anime-Quatsch. Für alle, die älter als 3 sind, Lebenszeit kann man aber so effektiv verschwenden. Bitte auch mal was Anspruchsvolles schauen, liebe Kids. Wie wär's zum Beispiel hiermit? Ultra kitschig und seltsame Story. Zieht euch lieber die Filme von Studio Ghibli rein. Die Leute, die mich kennen, die wissen ja, dass ich Studio Ghibli jetzt nicht so sonderlich feier. Außer Prinzessin Mononoke. Den Film fand ich tatsächlich ganz cool. Oder die letzten Glühwürmchen. Also Studio Ghibli oder die letzten Glühwürmchen. Ja, ist dasselbe, oder? Ist zwar auch kitschig, aber mit Inhalt gut gemacht. Also ich weiß halt nicht, warum man Your Name mit die letzten Glühwürmchen vergleicht. Da kann ich gleich Your Name mit Tuca vergleichen. Macht halt keiner, oder? Dieser Film ist hier halt vom Artwork wie Detective Conan in HD. Das ist tatsächlich das Einzige, wo ich ihm wirklich zustimmen würde. Furchtbar! Also ist die Überschrift vom nächsten Kommentar. Konnte nur 10 Minuten anschauen, mehr habe ich nicht ausgehalten. Meine vage Vermutung ist hier tatsächlich, dass er auf Toilette musste und er es deswegen nicht mehr ausgehalten hat. Weil nach 10 Minuten aufhören, da sind doch gerade mal die Logos vorbei. Gucken wir mal schnell, was die anderen Leute dazu schreiben. Die Person hat sich tatsächlich viel zu viel ihrer Lebenszeit darauf verschwendet, auf diesen Kommentar zu antworten. Und das Beste ist, es geht ja noch weiter. Also, wo wir gerade bei Tuca waren, gucken wir auch nochmal da rein. Tatsächlich kommt Tuca deutlich besser weg, als ich gedacht hätte. Es gibt nur eine einzige 1-Sterne-Bewertung. Und der 1-Sterne-Kommentar fragt zu Recht, wo bleibt die Charakterentwicklung? Diese Frage habe ich mir tatsächlich nicht gestellt bei Tuca, sondern alles andere, wie zum Beispiel, wie kann man sich das überhaupt ansehen? Jetzt muss ich tatsächlich bei den Bewertungen bei die letzten Glühwürmchen nochmal schauen, ob es da Vergleiche zu Your Name gibt. Hier haben wir es doch, schwarz auf weiß. Hier haben wir tatsächlich ein Elternteil, was für seine Kinder Naruto bestellt hat. Die erste Staffel. Die Kinder finden es tatsächlich aus unerklärlichen Gründen ziemlich gut, während die Eltern, ja, wenig Sinn in der Handlung sehen. So richtig widersprechen kann ich dem Elternteil hier tatsächlich nicht, weil von außen betrachtet muss das schon sehr merkwürdig anmuten mit dem kleinen Ninja, der Felsen bemalt und rumhüpft und ja, einfach nur Schabernack treibt, während er irgendwelche Fingerzeichen macht und sich in eine halbnackte Frau verwandelt. In den Kommentaren wird die Person natürlich zu Recht hingewiesen, dass Naruto nichts für Kinder ist. Da sind wir halt immer noch bei der Problematik, dass Anime oder Trickfilm allgemein immer noch als Kindersache abgestempelt wird. Und ich denke, da werden wir auch noch eine ziemlich lange Zeit bleiben, zumindest bis unsere Generation dieses Alter erreicht. Und selbst in unserer Generation gibt es genug Leute, die der Auffassung sind, dass Trickfilm nur für Kinder sind. Wenn man sich tatsächlich mal so die schlechten Bewertungen bei Anime ansieht, dann ist es meistens tatsächlich das Preis-Leistungs-Verhältnis, was schlecht bewertet wird und nicht das Produkt selber. Dass bei Anime natürlich das Preisverhältnis ein ganz anderes ist, das wird oftmals halt nicht berücksichtigt. Kommen wir jetzt zu einem meiner liebsten Anime ganz. Es kommt ähnlich viel Spannung in den Episoden auf wie in der Warteschlange beim Amt. Die einzige Emotion, die aufkommt, ist Wut darüber, dass man seine Zeit verschwendet hat. Erstmal ist ganz nicht voller dummer und schlechter und unlogischer Entscheidungen. Ganz und ganz bestimmt macht es nicht mehr Spaß, seine Steuererklärung zu machen. Wer das einmal gemacht hat, der weiß ganz genau, dass das nicht stimmt. Wer von euch hat eigentlich schon Children of the Sea gesehen? Wurde dieses Jahr von Polyband veröffentlicht? Der ganze Film ist ja relativ speziell. Also der Zeichenstil, da fängt schon an. Den finde ich tatsächlich echt schön. Aber gucken wir uns mal die Kommentare an. Selbst Recap-Filme sind spannender als das.
So ein Rotz habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Storystränge, die am Ende keine wirkliche Rolle mehr spielen, kaugummiartiges Pacing, über 2 Stunden gehen Ende ein expressionistisches, angehauchtes Farbenspiel, das einen förmlich erblinden lässt. Die Person hat auf jeden Fall den Film auf den Akiba-Festival dieses Jahr gesehen und hätte lieber den Haikyuu Recap-Movie sich angeschaut als das. Wisst ihr, was eigentlich daran ziemlich traurig ist? Ich stimme Ihnen da zum Teil sogar zu. Mir hat der Film tatsächlich auch nicht sonderlich gut gefallen. Ich musste mich über die komplette Länge durchkämpfen. Das, was mich am Wasser gehalten hat, war die Optik. Die fand ich richtig, richtig schön. Und die deutsche Synchronisation war auch sehr gut. Es wird wahrscheinlich seine Fans davon geben. Keine Zweifel, aber für mich persönlich war es halt absolut nichts. Danmachi, die OVA. Hat ja auf der Animagic einen Preis für die beste OVA gewonnen. War wahrscheinlich nicht sonderlich schwierig, weil die Konkurrenz nicht gegeben war. Aber sie war recht unterhaltsam. Das ist quasi die Beach-Episode von Danmachi. Nur dass es halt nicht am Strand spielt, sondern in einer Höhle an einer heißen Quelle. Was es schon fast wieder kreativ macht. Wie der einst so tolle Titel mit einer Porno-Synchro zerstört wurde. Dafür müsst ihr natürlich als Vorkenntnis haben, dass Anime House nach der ersten Staffel von Danmachi das Synchronstudio gewechselt hat und von Köln Synchro zu Leipzig gegangen ist. Und damit sind auch viele, viele der Synchronsprecher halt ausgestiegen oder wurden ausgetauscht. Leider fehlt hier alles, was die erste Staffel noch hervorgehoben hat. Die deutsche Synchro ist leider grauenhaft. Ich würde sogar so weit gehen und sie als Porno-Synchro bezeichnen. Soweit würde ich mich tatsächlich nicht aus dem Fenster lehnen wollen. Es gab im Anime-Sektor weitaus Schlimmeres. Ich erinnere euch nur an Sachen wie Fate Stay Night, Unlimited Blade Works. Halt die ganzen Aaron-Synchros, die hatten Porno-Niveau. Ich finde die Vergleiche übrigens auch ganz schön. Man kann sich auch nicht Koch nennen und ein Restaurant öffnen, wenn man sich gerade mal eine Dose Ravioli warm machen kann. Könnte man tatsächlich mal als Geschäftsmodell versuchen. Hunter x Hunter Volume 1. Die Serie ist gut, aber das Format ist Abzocke. 13 Folgen für knapp 50 Euro, ist das zu viel? Nein, definitiv nicht. Wenn man es halt mit anderen Volumes vergleicht von Serien, die halt weniger Folgen haben, kommen wir da auf einen deutlich günstigeren Preis bei Hunter x Hunter. Klar, es ist eine Menge Geld, wenn man halt alle Boxen haben möchte, aber da kriegt man ja auch einen Gegenwert für. Ob man hierzulande jetzt einen Kleinwagen bekommt, wenn man sich alle DVDs kauft, ja, wenn man einen gebrauchten möchte, dann bestimmt. Ansonsten wird es wahrscheinlich kritisch. Aber das dann auch wieder mit der englischen und französischen Fassung zu vergleichen, ist halt sehr unfair. Das sind ganz andere Verkaufsmengen, die halt dort absetzen. Da können die halt auch günstiger anbieten. Wie ist denn euer Empfinden bei den ganzen Longrunnern? Sind die Preise gerechtfertigt? Also wie bei Bleach, Naruto oder jetzt Hunter x Hunter? Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul ist leider der schlechteste Anime, den ich jemals gesehen habe. Die Story ist schlecht aufgebaut und das Ende war einfach nur schrecklich. Kiniki, wahrscheinlich die Mischung zwischen Shinichi und Kaneki, ist einfach nur ein Jammerlappen und eine Flasche. Tokyo Ghoul ist eine Sache für sich. Es ist eine schlechte Umsetzung von dem Manga. Wer den Manga gelesen hat, der weiß sofort, was ich meine. Die Hälfte fehlt, es ist nicht gut erzählt. Ich stimme Ihnen da voll und ganz zu, dass Tokyo Ghoul eine schlechte Umsetzung ist. Aber es ist keine Vollkatastrophe und definitiv nicht der schlechteste Anime, den ich jemals gesehen habe. Falls ihr übrigens verpasst habt, wer bei Dr. Stone alles im deutschen Sprechercast dabei ist, dann solltet ihr definitiv mein letztes Video ansehen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal auch schon wieder. Bis dahin sage ich Sayonara!